Herzlich willkommen bei Liga Web TV. Heute waren wir in Spielberg und haben uns den Abstiegskrimi der Oberliga Baden-Württemberg angeschaut. Dabei empfing der SV Spielberg den FC Villingen. Beide Mannschaften trennen in der Liga nur 2 Punkte und so war eigentlich für beide Konkurrenten ein Sieg Pflicht. Das Abenteuer Oberliga ging für den SV Spielberg am Samstagnachmittag in eine weitere spannende Runde. Beim Heimspiel gegen den direkten Abstiegskonkurrenten FC 08 Villingen wollte man unbedingt dreifach punkten, um den Abstand zum rettenden Ufer so schnell wie möglich zu verringern. Doch auch Villingen hatte nichts zu verschenken, da man bislang auch nur 2 Punkte mehr als der SV Spielberg auf dem Konto hatte und sich somit selbst noch in größter Abstiegsgefahr befindet. Seit dem Amtsantritt von Trainer Peter Kobel hatte Spielberg 2 seiner 3 Heimspiele gewonnen, letzte Woche gegen den SV Bohnlanden mit 3:0 und damit die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben gehalten. Schon beim Spielberger Hallenturnier im Januar hatte Kobel daran geglaubt, der Mannschaft die richtige Richtung vorgeben zu können. Ich möchte halt meine Ideen, meine Dinge, die ich in der Vergangenheit auch als Trainer gemacht habe, möchte ich hier einbringen. Ja, für den SV Spielberg ist die Oberliga ein Abenteuer, ja, und dass man trotzdem irgendwie bestehen will. Und von daher hoffen wir natürlich alle, dass wir dann auch mit meinen Ideen natürlich, dass wir die Rückrunde so gestalten können, damit wir diese Punktzahl erreichen, damit wir nicht absteigen. Und das wäre jetzt kurzfristig das Ziel. Und ich glaube schon, dass ich da einige Ideen habe, wie man eventuell eine Mannschaft auch noch verbessern kann. Obwohl Spielberg bislang 19 der 23 Punkte im eigenen Stadion ergattern konnte, musste das Team von Trainer Kobel in der 11. Minute einen ersten Rückschlag verkraften. Nach einem weit gespielten Ball von Mansuroglu konnte Stürmer Plavci, Neuzugang vom SC Pfullendorf, einen schnellen Treffer landen. Das war so die Folge von dem, was wir die erste halbe Stunde gezeigt haben. Ja, zu viel Passivität, ja, zu wenig aggressiv gespielt, zu wenig einfach enger Mann gewesen. Wir wollten Villingen, weil wir wussten, die sind sehr spielstark, wollten wir frühzeitig den Spaß am Spiel nehmen. Das ist uns nicht gelungen und somit auch durch einen guten Ball über die Abwehr bei uns haben sie das 1:0 erzielt, auch zu dem Zeitpunkt nicht unverdient. Aber trotzdem versuche ich ja immer wieder der Mannschaft auch mitzugeben bei negativen Erlebnissen im Spiel, dass man da trotzdem dann danach wieder Kopf hoch und breite Brust zeigt und dann hat ja die Mannschaft dann auch gut gemacht. Spielberg kämpfte sich in die Partie zurück und erzielte in der 35. Minute den Ausgleich. Die Vorlage von Timo Di Giorgio verwandelt der Mittelfeldspieler Marius Mösler zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich. Nur 2 Minuten später dann sogar die Führung für die Gastgeber. Selbstbewusst nutzt wiederum Mösner die Chance und bringt den Ball sicher in die gegnerische Platzhälfte. Er sucht und findet schließlich Alexander Zimmermann, der sich im Zweikampf gegen Tobias Beer durchsetzt und die Führung durch seinen Kopfball zum 2:1 ausbaut. Ich glaube, wir wünschen eigentlich überhaupt kein Gegenteil, egal zu welcher Zeit. Aber positiv war, dass wir heute auch wieder zurückgekommen sind nach dem 0-1. Das war in den letzten Spielen eigentlich in der ganzen Saison nur einmal der Fall, dass wir nach Rückstand wieder zurückgekommen sind. Und das gibt uns, denke ich, auch Kraft für die nächsten schweren Spiele der nächsten Wochen. Ärgerlich aus Villinger Sicht sind gleich 2 nicht gegebene Treffer, denen das Schiedsrichtergespann wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung verwehrte. Als schon alle Spieler den Pausenpfiff erwarten, schlug Spielberg zum 3. Mal zu. Marius Mösner spielt den Ball zu Jonas Daum, der die Halbzeitpause mit seinem 3:1 für die Gastgeber einläutet. In der 63. Minute dringt Spielbergs Top-Torjäger Alexander Zimmermann von rechts in den Strafraum ein. Und Schiedsrichter Philipp Träder zeigt völlig zu Recht auf den Elfmeterpunkt, weil Zimmermann von Marius Maus zu Fall gebracht wird. Zimmermann tritt selbst an und trifft zum 4:1. Villingen drängte jetzt auf den Anschlusstreffer und erspielte sich eine Chance nach der anderen. Und in der 73. Minute dann tatsächlich das Tor. Plavci erkämpft sich den Ball und passt zu Kapitän Maric. Nach einem Pass zu Benedikt Heidt kann dieser den Ball zum 4:2 versenken.
In der 83. Minute erlöste der eingewechselte Tim Kappler die Fans des SV Spielberg, als er mit dem 5. Treffer für die Gastgeber das Spiel endgültig entschied. Großer Jubel beim SVS, der mit diesen 3 Punkten nun vor Villingen in der Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg auf dem 13. Platz steht. Und damit gleich auf mit den Stuttgarter Kickers 2, die aber noch das bessere Torverhältnis haben. Wir haben 5 Tore geschossen. Ich glaube, das ist so das, was man sich so als Maximum vorstellt. Natürlich haben wir 2 auch bekommen, aber trotzdem 3 Tore wieder gut gemacht. Unser Torverhältnis ist noch nicht so gut, das stimmt. Ja. Aber natürlich durch diese 3 Tore Unterschied letzte Woche im Heimspiel 3-0, diesmal 5-2. Also da haben wir auch ein bisschen was getan. Und ja, ich sehe das ähnlich. Man muss ja wirklich mit allem rechnen. Und da kann vielleicht auch ein Torverhältnis, kann da vielleicht auch ausschlaggebend sein. Und deswegen ist das auch erfreulich heute mit 3 Tore. Klar. Das Torverhältnis kann immer entscheidend sein. Zumal es so eng da unten zugeht. Das sind 4-5 Mannschaften, die nur 1-2 Punkte auseinander sind. Da kann es im Endeffekt entscheidend sein. Von daher war das Gegentor ein bisschen unnötig, aber wir haben auch noch ein 5. gemacht dann heute. Und das war positiv dann. Jetzt muss Spielberg nur endlich auch auswärts einmal punkten. Doch im Spiel gegen den Tabellenführer VfR Mannheim in der kommenden Woche wird dies sicherlich kein leichtes Unterfangen. Der FC 08 Villingen denkt weniger an das Torverhältnis. Hier ist man mitten im Abstiegskampf angekommen. Wir haben heute eigentlich eine große Chance verpasst, uns ein bisschen abzusetzen. Aber es ist ja jetzt nicht so, dass wir da irgendwie groß den Anschluss verpasst haben. Wir selber hätten uns heute ein bisschen absetzen können. Das haben wir wirklich aus meiner Sicht unnötigerweise verschenkt. Dadurch auch Spielberg natürlich wieder in eine bessere Situation gebracht. Aber so ist Fußball und das muss man verarbeiten. Dann versuche nächste Woche es besser zu machen. Natürlich kann das Torverhältnis entscheidend sein. Nach dem 4-2 waren wir sogar noch mal ein bisschen dran. Dann muss man sagen, auch da könnte der Schiri eventuell faul pfeifen. Der Spielberger trifft den Ball dann super zum 5-2. Das ist dann halt so, dass man ein bisschen aufmachen muss, um auch eventuell noch den Anschlusstreffer zu erzielen. Deshalb sicherlich kann am Schluss ein Tor entscheiden, aber das jetzt dann das 4-2 zu verteidigen, wäre, glaube ich, auch die falsche Devise gewesen. Dank seiner Heimstärke ist der SV Spielberg nun also auf einem guten Weg, die Klasse in der Oberliga zu halten. 7 Tore also hier in Spielberg und 3 ganz wichtige Punkte für den Gastgeber, die mit diesem Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht haben. Liga Web TV, 100% Sport.